Wir sollten live sein. Wie? Moment, Moment. So, sind wir zu hören? Wenn ich das hier klicke. Warte, wir sind zu hören. Mein Delay vom Stream ist einfach nur immens. Okay. Es ist so lang nichts gekommen, aber es war einfach nur mein Stream, der 5 Sekunden, nein, 15, 20 Sekunden hinten war. Okay. Achso, man hört nur mich? Warte. Dann sollte man mich jetzt auch hören? Okay. Wir gucken mal. Jetzt. Gut. Dann war das nur eine Einstellungssache bei mir, aber jetzt haben wir das Ganze auch geklärt und grüße an Caitlin zurück. Ja. In dem Sinne, herzlich willkommen bei Animal Crossing, was der DS-Teil ist, nicht zu verwechseln mit der Switch-Version. Sagen wir es einfach so, wir befinden uns gerade in den Einstellungen, weil dich für den Run ist. Und zwar brauchen wir einmal das Datum der 1.1., ist schon soweit eingestellt. Allerdings müssen wir jetzt noch die Uhrzeit ändern, da wir nachher eine kleine Cutscene triggern müssen, damit das Ganze funktioniert. Und zwar gehen wir dafür auf 5.50 Uhr. Denkt mal, 10 Minuten reichen locker. Was da fast mal vor mir? Nicht jetzt, nicht in den nächsten anderthalb Stunden. Aber ja, könnte man mal wieder spielen. So, dann spiel rein. Und hier ist es so, ich hab's auf Japanisch, weil Japanisch ist einfach die schnellste Version, unzählige Textboxen haben. Gucke gerade, der Speicherstand ist gelöscht und sobald ich auf das erste Ding gehe, startet auch der Timer. Bist du ready? So bereit, wie ich nur sein kann. Okay, dann würde ich sagen 3, 2, 1 und let's go. Das heißt, wir haben im Vorhinein schon die Uhrzeit von dem Gerät eingestellt, weil wir eine bestimmte Cutscene zu einer bestimmten Zeit haben wollen, oder? Genau. Und zwar resettet sich das, beziehungsweise beginnt der neue um 6 Uhr. Und aktuell hätten wir jetzt, Scheiße. Das wollte ich nicht. Ach, jetzt. Sind wir noch bei dem 31.12.20. 21 und wollen dann gleich in die, beziehungsweise wenn die Cutscene durch ist um 6 Uhr, ist praktisch der 1.1. in dem Game und die Cutscene brauchen wir praktisch, damit wir das Geld bekommen. Ah, okay. Das heißt, wir wollen all das Geld innerhalb von dieser Zeit erhalten, beziehungsweise nicht, sobald wir die Zeit hätten. Nicht ganz. Okay. Wir bekommen jedes Jahr um den 1.1. kriegen wir einen Brief von unserer Mutter, wo praktisch so 10.000 Sternis drin sind. Und das Geld nutzen wir und erglitschen uns praktisch in dem restlichen Verlauf alles Weitere und die Map ist sehr, sehr gut. Okay, das heißt, Sternis in dem Fall nehme ich an, ist die Währung des Spiels. Genau. Und der Kategorie nach würde ich denken, dass wir
einen Haufen an Rückzahlungen einzahlen müssen. Das heißt, ein Großteil des Geldes kriegen wir anscheinend durch, wie du es gerade erwähnt hast, durch Glitches, die wir noch machen werden. Und durch den 1.1., wenn wir den hätten, schickt uns unsere liebe Mutti ganz viel Geld. Ist das korrekt? Genau. Ah ja. Was bedeutet das No LHG an der Kategorie dann noch? Also, es bedeutet praktisch so viel, dass es noch eine weitere Kategorie gibt, wo man praktisch den Brief, den man gleich während den Aufgaben bekommt, nutzt, um da halt irgendwie Geld zu bekommen. Ich habe mich selbst mit der Kategorie noch nicht beschäftigt, obwohl ich die japanische Version habe. Aber ich finde die einfach relativ entspannter. Aber muss dazu sagen, dass dieser Briefglitch circa 10 Minuten spart. Jetzt habe ich gerade nicht auf das erste Zeichen geachtet. Aber das sollten wir hinkriegen. Oh, das ist ein sicker Wassermelonentisch. Und Sessel. Ich mag seinen Look. Okay. So, das heißt, das, was wir gerade machen, ist, wir gehen von Haus zu Haus und reden mit den Einwohnern, stellen uns vor und so weiter und starten das Ganze in der Richtung, korrekt? Also, ursprünglich heißt es im Rathaus, dass wir direkt zu unserem Haus gehen sollen, um jetzt die Katze mit Noob zu triggern. Das mit den Bewohnern gehört eigentlich zu einer der Aufgaben, weil wir natürlich unser erstes Haus hier haben und wir erstmal das Dorf kennenlernen müssen und somit schon einen Teil unserer Schulden abbezahlen können. Ah, okay. Es wäre, wie gesagt, im Endeffekt eine Aufgabe, aber die skippen wir komplett, indem wir sie jetzt zum Anfang machen und gleich, wo wir schon einmal Bäume und Blumen pflanzen müssen. Okay. Für mich als absoluten Animal Crossing Noob, ein absolutes Scrub in diesem Bereich der Videospiele, als einen Mayor von einer neuen Stadt und wir müssen helfen, diese Stadt zum Wachsen zu bringen. Das heißt, wir haben hier Nachbarn, Einwohner, mit denen wir auf dieser Insel leben. Für den Kontext des normalen Spielverlaufs, würden wir da einfach nur die Insel weiter ausbauen wollen? Oder ist es primär das Ziel des Spiels, dass wir die Schulden zurückzahlen und dann Geldeinnahmen gewinnen? Wie kann man sich Animal Crossing Wild World vorstellen? Also Animal Crossing Wild World ist jetzt nicht so dieses Inselsystem, was man jetzt in New Horizons hat. Man kann deutlich weniger machen. Zum Beispiel haben wir nur ein einfaches Outfit statt in der Switch-Version, wo wir komplett alles machen können. Stattdessen gibt es hier halt so viele kleinere Aufgaben. Man kann gucken, dass man vielleicht das gesamte Katalog voll bekommt, dass man die goldenen Sachen bekommt, wie Schaufel, Angel und so. Oder man kann gucken, dass die Stadt schöner wird. Es gibt eigentlich verschiedene Ziele, aber primär versucht man eigentlich das Haus komplett abzubezahlen. Okay. Und ja. Verstehe. Das heißt, dieses Hauptziel ist auch, was wir jetzt so schnell wie möglich machen, ohne diesen LHG-Glitch. LH-Glitch. Genau. Der LH-Glitch-Glitch. So, und zwar haben wir jetzt gerade schon mit dem Bürgermeister geredet, weil jetzt normalerweise würde diese Aufgabe kommen, rede mit allen Stadtbewohnern und stelle dich beim Bürgermeister vor. Und jetzt fangen wir mit den Lieferungen an. Und ich glaube, das war der erste, den wir angesprochen haben. Oh ja, yeah. Das heißt, durch den japanischen Text musst du erkennen, welcher Einbewohner was bekommt von Nook. Genau, also normalerweise präge ich mir den die ersten Zeichen ein von den jeweiligen Bewohner und erkenne anhand daran, wo welches Päckchen zu wem gehört. Allerdings habe ich es jetzt gerade so ein bisschen verkackt, habe nicht drauf geachtet und jetzt ist es erstmal so ein kleines Rätsel suchen, was zu wem gehört. Verstehe. Aber das ist wirklich krass. Das heißt, das ist auch. Ist er der Richtige? Nein, alle guten Dinge sind drei. Okay. Ich meine, das ist ziemlich wild, aber ich hätte gedacht, dass auch durch den Reset und der festen Uhrzeit von der Konsole wir immer dasselbe RNG hätten, aber das ist zufällig, ha? Das ist alles zufällig
Und bei mir gibt es halt noch eine weitere kleine RNG. Und zwar ist es der gute Bewohner-RNG, wie ich sie nenne. Und zwar gibt es in einem von 5 Runs dieses schöne Glück, dass ich den Bewohner in einer halben Map suchen muss. Oh nein. Und was soll ich sagen, genau in die... Ah, hier oben ist er. Hier oben haben wir sie. Oder er. So. Den geben wir jetzt die Lieferung. Und kriegen jetzt von den ersten... Also von 2 von denen kriegen wir praktisch einen Gegenstand, um halt unser Haus zu verschönern. Und kriegen gleichzeitig auch so ein kleines Tutorial, wie wir diese Gegenstände aufstellen, platzieren und verschieben können. Ich glaube, ich bin gerade vorbeigelaufen. War das Scoot, die Ente? Ja, die Ente war jetzt die richtige. Okay. War dessen Name Scoot oder haben die anderen Namen hier? Das ist der einzige Animal Crossing-Charakter, den ich mit Namen kenne, außer Isabel. Die haben alle unterschiedliche Namen. Oh, okay. Aber ich weiß jetzt auch nur vielleicht eine Handvoll. Okay, fair enough. So, und jetzt haben wir praktisch den Brief, womit man in einer anderen Kategorie praktisch sich das Ganze erglitschen kann. Und zwar ist es hier so, dass wir... falsches Menü. Hier war's. Genau. Dass wir die Adresszeile oben nicht ändern können. Und aufgrund von bestimmten Glitches könnten wir praktisch in die Adresszeile reinspringen. Und ja, das Ganze so manipulieren, dass wir halt die Sternis bekommen. Aber so genau habe ich mich halt mit dem anderen Run nicht auseinandergesetzt. Okay. Aufgrund einiger Fehler klingelt's jetzt für 6 Uhr. Und je nachdem, wie schnell wir jetzt mit Nook reden, was wir jetzt nicht geschafft haben, praktisch diese Cutscene, die wir brauchen, um halt später die Sternis zu bekommen. Das heißt, das muss vor 6 passieren? Im Normalfall ja, aber es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir jetzt ein paar Minuten drüber sind. Okay. So, und jetzt sehen wir nochmal diesen schönen Melontisch. Das ist das Einzige, was ich mir tatsächlich mitgemerkt habe. Aber was auch schön ist, dass hier alles nah beieinander ist. Mhm. Währenddessen, Twitch-Paket, vielen Dank für den Gifted Sub. Also, Tim E-Link hat den... Ah, Timelink hat den bekommen. Ja, cool. Shoutout zum Timelink. Und vielen Dank, Twitch-Paket, für das Gifted Sub. Super lieb von dir. Es ist auch eine Frage dafür reingekommen, und zwar, wie funktioniert der Zahltag in dem Spiel? Gibt es nur einmal im Jahr Zahltag? Das tatsächlich nicht. Und zwar ist es so, das werden wir auch später noch sehen, dass halt Nook sagt, wir sollen halt den Kredit abbezahlen. Aber dass wir uns da halt auch ein bisschen Zeit lassen können und das nicht alles auf einmal machen müssen. Mhm. In dem Fall ist es so, dadurch, dass wir uns praktisch das alles erglitschen, werden wir nicht dieses das Ganze so sehen, sondern werden halt alles auf einmal bezahlen. Ah, okay. Ah, und zur Klarifizierung, Q meinte mir Zahltag den Brief, aber den Brief von der Mutter nur einmal im Jahr kriegen. Aber ich schätze, der kommt nur am 1.1. rein, korrekt? Genau. Okay. Aber danke für die Frage, Q. Das ist sehr valide beides gewesen. Ich habe echt diese Map im Kopf. So, ob wie ich auf die Karte gucken muss. Ist die Insel immer gleich oder ist auch diese immer anders generiert, wenn man das Spiel startet? Die ist pro Speicherstand auch sehr variabel, deswegen meinte ich auch vorhin, es ist an sich eine gute Karte, weil man versucht praktisch Rathaus, den Laden von Nook und das eigene Haus relativ nah beieinander zu haben.
um halt so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. Und das ist eine sehr, sehr gute RNG. Dass er direkt unter dem Laden von Nook ist. Naja, das ist schön. Wäre jetzt praktisch der Brief. Und eigentlich wäre das ein Werbebrief an jemanden aus dem Ort mit den neuesten Angeboten. Hm. Dasselbe dürften wir jetzt noch einmal machen. Und zwar nicht im Sinne von einem Brief, sondern wir schreiben das Ganze ans schwarze Brett. Also es ist praktisch das Aushängeschild der Stadt, wo halt die neuesten Infos reinkommen. Jetzt zum Beispiel, wenn irgendwelche Angelturniere sind oder wenn irgendwelche besonderen Feiertage sind oder so. Mhm. Und da bringen wir jetzt einfach eine leere Notiz dran. Schön. Ja. Angelturniere sind in diesem Dorf/Insel/Wohngebiet sicher krass. Jeder Bewohner hier hat eine Angel an der Schulter, dauerhaft. Ist bereit, das auszupacken, sobald der gechallenged wird. Sehr gut. Erinnert mich gefühlt an hier. So Yu-Gi-Oh! Der Anime, wo jeder gefühlt so einen Holster an der Seite hatte, wo sein Deck drin ist, wann auch immer jemand gechallenged ist. Kann er es sofort rausziehen, dasselbe hier mit den Angeln. Das ist Ding Wild World, das ist der wilde Westen des Angelns. Wobei ich da auch schon die Erfahrungen gemacht habe, besonders bei diesen Turnieren, es relativ eher am Ende zu machen, weil je eher man anfängt, große Fische dem jeweiligen Tier zu geben, der halt das Turnier leitet, desto eher können die Bewohner das Ganze nochmal toppen und dann kriegst du es irgendwann nicht hin, den Pokal zu bekommen. Mm. So, jetzt haben wir einmal das Spiel gespeichert, denn jetzt geht's nämlich ans Time-Traveln. Time-Traveln. Sind wir Schwarzmagier oder Wissenschaftler? Wir sind Wissenschaftler. Und jetzt gehen wir natürlich... Also die Uhrzeit ist eigentlich hierbei relativ egal. Die Hauptsache ist nur, dass wir zwischen 8 und, ich glaube, das war 20 Uhr in das Spiel reingehen. Halt praktisch zu der Zeit, wo halt auch Nooks Laden auf hat. Und bei der Uhrzeit bleiben wir auch die ganze Zeit. Okay. Das heißt, das ist eine Ingame-Zeit, die wir einfach im Menü, im Hauptmenü ändern können. Genau. Das ist ja praktisch, wow. Ich habe Leute im aktuellen Spiel immer die Switch-Zeit umstellen sehen, damit sie weiterkommen. Aber hier ist das einfach ein Feature vom Spiel selbst. Cool. Ja, das war noch bei den früheren Teilen so. Mittlerweile ist es nicht so. Und das ist jetzt unser Brief mit den 10.000 Sternis. Und das war zu viel. So. Und jetzt sehen wir ganz, ganz viel Geglitsche. Das war falsch. Das heißt, wir haben das Geld im Menü bei uns eingeteilt auf eine bestimmte Weise. Dass genau. Wir jetzt das aufsetzen, was wir jetzt machen wollen, ne? Und das wird eine Art Gelddublikation sein? Oder? Genau. Und zwar ist es so, dass wir erstmal eine einzelne Münze vor uns legen. Und dann haben wir ein Frame, Zeit, Box und diese andere einzelne Münze hinzulegen. Und dann müssen wir in einem bestimmten Winkel den Sternisack aufheben, verschieben die Box und nehmen praktisch somit das duplizierte Geld wieder auf. Okay, das heißt, wir heben Dinge auf und verschieben Dinge gleichzeitig und das dupliziert, was wir auf die Box draufgelegt haben? Genau. Wow. Das ist wahrlich Wissenschaft. Es ist mir auch tatsächlich schon in einem Run passiert, dass ich aus Versehen den größten Sterni-Sack, also als eigentliches dupliziertes draufgelegt habe und ich danach nicht mehr rangekommen bin.
weil es einfach diese 100 Münzen waren. Das war dann ein bisschen ärgerlich. Weil jetzt dadurch, dass wir den allergrößten Sack haben, duplizieren wir ihn jetzt so oft, bis wir einmal im kompletten Haus damit waren und gehen danach unseren ersten Kredit abbezahlen. Ja, cool. Ich meine, ich würde schon annehmen, dass wir jetzt unseren Kredit auszahlen könnten, aber natürlich, unser Geld steigt exponentiell mit jedes Mal, wo wir duplizieren. Wir könnten es rein theoretisch auch so machen, allerdings würde uns das so hinterher ein bisschen Zeit kosten, dadurch, dass ja pro neu hochgebautes, also je höher der Raum ausgebaut wird und je mehr Räume dazu kommen, desto höher wird halt einfach der Kredit. Okay, verstehe. Das heißt, indem wir jetzt alles auf einmal duplizieren, dann können wir alles auf einmal zurückzahlen, so in der Richtung ungefähr? Genau, bis zu einem bestimmten Punkt. Ab Kredit 5 müssen wir wieder ins Haus zurück und müssen halt wieder den Glitch anwenden. Okay. Cool. Während wir hier noch glücklich unser Geld immer häufigst verdoppeln, ich glaube, wir haben jetzt, warte, jeder einzelne Sack sind 10.000, nicht wahr? 99.000. Oh, das ist natürlich... Okay, das heißt, während wir in 99.000ern mit uns selbst handeln. Cliff hat das eh schon im Chat gepostet. Wir haben ein kleines, oder ich sag klein, wir haben ein großes Projekt vor, und zwar das vermutlich längste deutschsprachige Speedrun-Event der Welt. ihr könnt den Link im Chat finden. Geplant ist das zum 13.03. bis zum 25.03. nächsten Jahres. Und da kann jeder mitmachen. Die Submission-Phase ist, glaube ich, offen bis 30.01. Ja. Wenn ich es richtig habe? Ja, das ist richtig. Ey, danke. Das heißt, wenn ihr, das ist ein cooles Event, um genau das zu machen. Gut, währenddessen, wir haben glücklich die letzte Duplikation hinter uns, nicht wahr? Nein. Die untere Reihe noch und dann sind wir durch. Ah ja, stimmt, die letzte Reihe haben wir noch nicht. Genau. Und dabei sehen wir, unsere Tasche wird immer voller. Haben wir überhaupt noch genug Platz für so viele Durchgänge? Ich schätze, wir haben gerade so genug Platz, ha? Also wir können jetzt noch einen kompletten Durchgang machen und dann sind wir durch, weil das Spiel speichert sich natürlich, wo man halt schon alles geglitscht hat. Und dann würde praktisch eigentlich nur alles willkürlich rumfliegen, wenn überhaupt. Und wir könnten einfach jetzt, was das kleine Haus hier betrifft, könnten wir nicht mehr weiter glitschen. Verstehe. So, jetzt haben wir praktisch unseren ersten, in Anführungszeichen, Zahltag. Wir gehen die ersten 18.000, waren es glaube ich, 18.200 abbezahlen. Und sehen dabei, wie viel wir eigentlich auf unserem Konto haben. Ja, das ist eine kleine Zahl. Der Nook wird sich wundern, ey. Der Gentleman ist gerade erst auf seiner Insel angekommen, ist in seinem Haus reingegangen, wieder rausgegangen und ist plötzlich Millionär. Ja. So. Mist. In meinem Zimmer wurde schon Geld dupliziert. Ich kann die Kartons verschieben. Und ich bekomme nicht mehr Geld. Ja, ich meine, die Technik ist auch bei jedem anwendbar. Also, wer auch immer einfach mehr Geld machen will, ich empfehle, sich einen Karton zu kaufen und ein bisschen rumzuschieben. Vielleicht entwickeln sich da so 1 Million unter der Kiste. Ich weiß, was ich probiere nach dem Run. Es funktioniert tatsächlich leider nicht. So, und wir müssen jetzt, wir waren jetzt einmal drinne und da hat uns Nick drauf angesprochen, dass er uns bei der Akademie des Schönen Hauses angemeldet hat. Das ist praktisch eine Akademie, die sich darauf spezialisiert, wie schön unsere Inneneinrichtung ist. Okay. Also ein Studium für Innenarchitektur.
Nicht ganz. Also okay. Es gibt da gewisse Leute, die sich praktisch in unser Haus reinschleichen, wenn man es so sehen möchte, sich einmal die Inneneinrichtung sich anschaut und uns dann jeden Sonntag um 6 Uhr einen Brief im Briefkasten hinterlassen mit unserer Bewertung der Inneneinrichtung. Das heißt, sie kommen nicht vorbei, sie brechen ein und schauen sich geheim an. Genau. Oh. Das ist großartig. So, ich habe jetzt eigentlich nur den Tag geändert. Weil wenn wir den Monat ändern würden, würden wir irgendwann auf unseren Geburtstag treffen und diverse Events auslösen. Das ist mir erst gestern passiert. Da bin ich auf einmal in einen Flohmarkttag reingeknallt. Das war kurz vor Ende des Runs. Und dann ist mir tatsächlich mein Karton weggeklippt. Oha. Also so durch die Wand oder? Ich konnte sie nicht mehr aufheben. Okay. Faszinierend. Ich schätze, der Karton wurde dann einfach zu schwer. Zu viel Geld drin. Nee, dadurch, dass wir dass das Spiel nicht das vorgesehen hat, sieht das Spiel halt diesen Karton nicht, sondern sieht halt einfach nur, da liegt was auf dem Karton. Dadurch, dass ich dann aus dem Haus gegangen bin, weil ich nichts machen konnte und ich danach wieder reingegangen bin, war halt die Kiste weg. Oh. Das ist natürlich belastend. So. Das war dann auch schon Kredit Nummer 2. Yeah! Oh, ich dachte, das wäre gerade genau unsere Summe, die wir haben, aber nein, das ist eine Null zu wenig. Wie viele Kredite müssen wir noch zurückzahlen? Sind es noch 2 weitere? Nee, wir sind tatsächlich noch 5 weitere. Ah, 5? Okay. Wow. Das heißt, ich nehme an, dass die nächsten Schritte sind, unser Haus ausbauen, damit wir wieder mehr Felder haben zum Geld duplizieren. Also, wir können jetzt den Kredit jetzt auf Anhieb noch 2-mal zurückzahlen. Mhm. Und dann erst wieder, nachdem wir den 4. bezahlt haben, springen wir praktisch in Tag 5 rein. Sobald wir halt aus dem Menü wieder draußen sind, gehen wir wieder ins Haus rein, duplizieren es, gehen wieder zu Nook, fragen ihn, wie viel unser Kredit beträgt und gehen dann praktisch zum Rathaus und wieder zurück zu Nook. Hm. Ah, danke Q für das Erklären von den Inneneinrichtungsbewertern. Sie haben 2 Schlüssel für jedes Haus, ist gesetzlich vorgeschrieben auf der Insel. Okay, na dann, ist es ja eh halb so schlimm. Es ist tatsächlich keine Insel, sondern ich würde es tatsächlich schon als Stadt betiteln, weil Insel würde ich eher New Horizons, also das neuere Animal Crossing, zählen, was ja auch als Insel zählt. Das macht Sinn. Das heißt, wir sind auf Festland. Okay. Genau, wir sind hier komplett auf Festland. Okay. Das ist auch tatsächlich bei allen Animal Crossing-Teilen halt, wie gesagt, bis jetzt auf das, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, neuere. Ah, okay. Okay, das war jetzt gerade einmal zu viel wie gedrückt. Und wenn man genau hinsieht, sieht man im Hintergrund den Bürgermeister schlafen. Ja.
Ja, ich meine, ein Mann, der so wichtig ist und so viel Arbeit delegieren muss an andere, ist schon erschöpfend. Sehr schön. Das heißt, wir verfolgen dieselbe Strategie noch einige Male, legen uns schlafen, damit wir dieselben oder damit wir die nächste Schuld zurückzahlen können, bis wir es nicht mehr können, und dann können wir die nächsten Schritte einleiten. Genau, also das Ganze können wir jetzt noch ein allerletztes Mal machen, dass wir nicht direkt wieder zurück ins Haus gehen. Mhm. Und danach wird wieder neu dupliziert. Und da sieht man auch die krasse Veränderung auch im Innenraum. Wie groß jetzt und schlussendlich unser Haus geworden ist. Bin ich gespannt. Gehen wir jetzt zu Tag 4. Ich frage mich, was die Bewertung ist von den Innenraumbewertern, wenn wir einfach keine Möbel drin haben. Das weiß ich tatsächlich nicht. Dadurch, dass ich kein Japanisch kann, hätte ich gesagt, können wir nach dem Run einmal kurz gucken. Ich meine, es kann nicht allzu hoch sein, aber vielleicht respektieren sie uns in unserem Minimalismus und bekommen dementsprechend eine halbwegs okaye Bewertung. Ich glaube es tatsächlich nicht. Schade. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ich schätze, eine Sache, die noch offen ist, ist die Sprache Japanisch. Es ist einfach weniger Textboxen, die wir überspringen müssen, wenn wir die Sprache auswählen, korrekt? So ist es tatsächlich nicht. Was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, wenn wir anfangs ins Rathaus kommen, haben wir sogar knapp 2 Textboxen mehr. Das ist die Sprache. Weil jetzt zum Beispiel Englisch oder Italienisch. Also ich glaube tatsächlich sogar, Italienisch ist die schnellste Sprachausgabe im europäischen Raum. Da ist es halt wie bei jedem anderen Spiel auch, jetzt sei es SN64 oder mir fällt jetzt kein eher auf Japanisch Front ein. Aber okay, das heißt, es ist einfach der Text scrollt ein bisschen schneller und deswegen nimmt man die Sprache, oder? Genau. Okay, verstehe. Gibt es irgendwelche sprachenspezifischen Tricks und Glitches? Also, der LGH-Clip, also praktisch diesen Brief-Glitch, den kann man nur in der japanischen Version machen. Ah, okay. Ansonsten gibt es, soweit wie ich weiß, keine spezifischen. Aber das ist schon mal ein Unterschied, das heißt, okay, cool, das beantwortet die Frage, danke. Cool, und währenddessen haben wir auch unsere letzte Schuld fürs erste Mal zurückgezahlt, ne? Genau, ab jetzt gehen wir wieder zurück ins Haus und glitschen wir uns jetzt einmal 7-mal das Geld, danach 8-mal und danach 9-mal. Schön. Boah. Der Nook wird sich wundern, ey. Von wegen, hey, woher hat er das Geld? Er geht nur in sein Haus schnell rein und wieder raus. Und dann schläft er für einen Tag durch. Ja, das hat mich irgendwie, als ich gestern so dran denken musste, es gibt von irgendeinem YouTuber, der macht von Animal Crossing so animierte Videos, wo er halt auch unter anderem zeigt, wie er die Stadt umbaut. Und das auch tatsächlich so ist, dass er praktisch auch das Time-Traveling nutzt. Also richtig. Und da siehst du auch nur, wie Nook einfach nur noch am Verzweifeln ist und sich denkt, so, was geht jetzt ab? So. Ah ja, das heißt, wir haben noch die wie viel sind das? 200.000, die wir jetzt benutzen als Basis für unsere Duplikation? Also praktisch, wir haben jetzt noch einen 999 Sterni gesagt, das war jetzt die 2. Ich muss da jetzt leider laut mitzählen. Ja. Und nutzen die jetzt praktisch.
Das ist sehr verständlich. Das heißt, das, was jetzt folgt, ist Nummer 3. Genau. Alles klar, Schwarzmarkt. Ja, so kann man es natürlich nicht sehen. Sieh mal, wir lernen hier nur das kleine 1x1. Das war die 4. Zuerst müssen wir mal das Zählen lernen, deswegen sind wir jetzt bei Nummer 4. Und halt, jeder weiß, ein erfolgreicher Geschäftsmann muss seine Zahlen gut kennen. Also wir gehen gerade die ersten Schritte dorthin und deswegen machen wir so viel Geld. Das war die 5. Die 6. Ui, die Kiste ist schnell aufgetaucht. Gibt es in diesem Raum Felder, die wir nicht mehr benutzen können? Oder sind alle wieder sozusagen duplizierbar? Sobald der Raum ausgebaut ist, können wir den kompletten Raum nutzen. Ich glaube, das war jetzt die 6. Das war 7. Okay, egal. Ich mach's noch. Ich mach ein Backup, weil ich... Okay. Ich zähle mit, keine Sorge. Das ist sehr schön. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass Zählen und dann Fragen beantworten unendlich schwer ist. Also 7, jetzt kommt 8. Deswegen helfe ich da ein bisschen. Ich bin ein bisschen fies, ich weiß. Ach, alles gut. So. Ja, meine Frage ist basically, gibt es in diesem Raum Felder, die noch vom letzten Mal duplizieren? Ist hier alles wieder leer, in dem Sinne? Nein, es ist alles leer. Okay. Man kann es wieder ganz normal alles nutzen. Weil je höher man halt den Kredit abbezahlt hat, desto, da wird praktisch einmal der komplette Raum gesäubert, sag ich mal. Und man kann wieder alles nutzen. Okay, verstehe. Also man könnte praktisch mit jedem Ausbau nochmal... Verstehe. Okay. Das waren übrigens 8, die ich jetzt mitgezählt habe. Ja, ich sehe es auch. Da habe ich lieber einen im Backup. So. Das Ganze machen wir jetzt noch 2-mal und dann sind wir durch. Juhu! Das heißt 2x8 oder 2x duplizieren? 2x duplizieren. Ah, okay. Jetzt gehen wir wieder zu Nook rein, erfahren jetzt, sagen, wir wollen unser Haus weiter ausbauen. Was auch tatsächlich nicht schlimm ist, wenn man mal aus Versehen einmal zu viel weh gedrückt hat. Er geht dann trotzdem darauf ein, so, ja, hier, es wäre aber trotzdem schön und dann dürfen wir am Ende noch unsere Dachfarbe aussuchen. Yeah! Gibt es irgendeine optimale oder ist hier freie Wahl? Es ist hier freie Wahl, aber normalerweise smasht man eigentlich nur A durch. Das macht Sinn, ja. Und ich schätze, wir könnten hier vielleicht eine Farbe auswählen, wenn wir wüssten, wie es auf Japanisch hieß. Genau. Ja, okay. Gut, verstehe. Und zudem gibt es nicht nur die Option des Jungen, sondern auch die als Mädchen. Aber die Jungen ist tatsächlich um 3 Sekunden schneller als das des Mädchens. Wow. Als ob das einen Unterschied macht. Das macht einen Unterschied. Das ist mir aber auch selbst erst vor ein paar Monaten aufgefallen, weil ich ständig so gedacht habe, so, warum run eigentlich alle den Jungen? Und dann habe ich das einfach mal verglichen, weil ich einen Run gemacht habe mit einem Jungen. Und dann ist mir aufgefallen, der Junge ist 3 Sekunden schneller. Wow. Ha, irgendwo in der Textbox, weniger oder mehr. Weird. Myhawk, hey. So. Dann fangen wir jetzt wieder an. Juhu. Und ihr alle könnt mitzählen. Yay. Und die 1. 1. 3 Sekunden haben oder nicht haben. Ja, ich meine, in einem Kontext, wo man noch den Run lernt, ist es vermutlich kein großer Unterschied. Aber wenn man wirklich versucht, auf die Top-Zeiten zu gehen, dann sind 3 Sekunden mitunter manchmal riesige Unterschiede.
wo man schon wirklich um jede Fraktion einer Sekunde kämpft. Das sind 3 Sekunden schon ein ziemlicher Sprung. Also, interessant. Aber ja, wenn man halt so unter Anführungszeichen Casual Speedruns macht, wo man nicht so sehr auf die Tops der Leaderboard will, dann ist es wohl nicht so wichtig. Ja. 3 Sekunden später und der Zug ist weg, so kann man es auch sagen. Hallo, übrigens Fisch und extremes Moin und Kandos. Hallo, hallo. Gut, war das Nummer 3? Wir sind jetzt bei Nummer 5. Oh, sorry. Ich fand nur, du redest gerade die ganze Zeit und ey, gut, ich mach mal im Kopf weiter. Hier, falsche Zahl. Sehr richtig, oder? Wir sind bei 28, ne? Warte mal, das war jetzt, glaube ich, Nummer 6. Das war 6. Jetzt bringst du mich selbst schon durcheinander. Sorry. 8 von 5 Leuten können nicht richtig zählen. Moment halt. Verdammt, war das jetzt? Ja, das war die 7. Das war die 7. Ich sehe für dich keine Sorge. Ja, wir sind bei 26, oder? Das ist jetzt Nummer 8. Okay. Und jetzt kommt gleich Banuk raus, verdammt, uns fehlt noch einmal. Hey, sieh mal, ich meine, ich habe eindeutig richtig mitgezählt und definitiv nicht falsch mitgezählt. Bei der 28 hast du mich einmal komplett rausgehauen. Sieh mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vielleicht richtig liegen. Oh ja. Hey, wir haben eine 100%ige Chance, dass wir vielleicht halt so mit 50% richtig haben. Herrlich. Das wäre dann somit die Nummer 6 des Kredits. Juhu. Und jetzt sehen wir ganz, ganz viel Post im Hintergrund. Sind wir so beliebt? Oder sind das die Steuerleute, die hinterfragen, wo unser Geld herkommt. Ich glaube tatsächlich eher, das sind irgendwelche Mahnbescheide, so von wegen, zahlen Sie Ihre Steuern! So. Damit gehen wir jetzt das vorletzte Mal zu Nook. Twelve. Welche Nummer sind wir? Kandos, ich glaube, wir sind bei 4. Ich kann da auch nichts. Ich bin mir nicht sicher. Oder. Oh. Ich bin mir 100%ig sicher, dass ich vielleicht recht habe. Aber auch nur vielleicht. Ja, auch nur vielleicht. Aber definitiv. 100%ig. Vielleicht. Ja. Jegliches Speedrun, wo man sich Zahlen merken muss, ich habe den größten Respekt dafür. Und vor allem, wo man mehrere verschiedene Zahlendurchgänge oder Zeitendurchgänge sich merken muss, finde ich immer wirklich beeindruckend, einfach weil ich so absolut nicht gut in sowas bin. Dann. Es gab schon Szenarien, wo ich etwas speedrunnen wollte und ich musste eine Zeit und eine Zahl mir merken. Und das war viel zu viel für mich. All diese simple Sache ist einfach, ich kann nicht, Bro, es geht nicht. Sei froh, ich habe tatsächlich damals einen Professor Layton Run gemacht. Okay. Und ich habe wirklich Notes gehabt in schriftlicher Form neben mir, weil ich mir nicht alle Rätsel merken konnte. Das klingt nach etwas, das ich notwendig hätte auch. So. Also das ist sehr berechtigt. Jetzt sind wir bei. Jetzt müssen wir es 9-mal machen. Jetzt können alle wieder mitzählen. Okay, ich hab. Okay, war jetzt 9. Gerade. 9. Stellt euch die Zahl 9 im Kopf vor. Verbildlicht sie. Zeichnet jede einzelne Kurve von diesem durchgehenden Strich in euren Kopf. Stellt euch die 9 vor. Okay, und jetzt. Jetzt habe ich gerade 2-mal verkackt, diesen Glitch zu machen, weil einfach alles fallen ist. Oh no. Aber ist noch alles gut, oder? Es ist noch alles gut.
Okay, nichts ist weggeklippt und das war die 1. Sehr schön, okay. Ich erzähle währenddessen weiter mit dem Chat. Okay, stellt euch die Zahl 9 vor, okay? Jetzt stellt euch vor, diese 9 ist ganz weit weg von euch, ganz hinter an einem Ende eines einspurigen Ganges. Es gibt nur euch, den Gang und diese Zahl, die ihr sucht. Und ihr geht so einzeln jeden Schritt nach vor, Schritt für Schritt. Jeder wird schwerer, aber ihr kommt dem Ziel näher. Ihr seid nur beim dritten Schritt und ihr denkt euch, boah, komm schon. Alles gut. Das war die 3. Ja, ja. Ihr seid beim dritten Schritt und denkt schon, okay, warte, jeder Schritt wird schwerer mit etwas, aber ich weiß nicht was. Aber ihr müsst weiter, ihr müsst diese Zahl am Ende erreichen. Ja. Also bewegt ihr euren gesamten Körper und hebt euch einen weiteren Schritt nach vor. Wir sind bei 4. Was kommt als nächstes? Es ist so schwer. Du spürst jetzt in jedem deiner einzelnen Glieder irgendwie Gewichte dran hängen. Jeder Schritt wird jetzt noch schwerer als davor. Nummer 5 ist oder? Jetzt. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Einer deiner Schuhe ist lose geworden. Du musst auf deinen Schuh schauen. Warte, wie gehe ich jetzt mit diesem losen Schuh? Du hast es letztendlich geschafft. 5 wurde erreicht. So kann ich nicht arbeiten. Ich versuche mir das Leben leichter zu machen. So 6. Okay, ich muss mich kurz konzentrieren. Simon, ich dachte, ich rede mit Chat, damit du dich darauf konzentrierst, aber eindeutig warst du auch zu gefesselt von der Zahl 9. Also, wir sind jetzt gerade bei... Das war jetzt 7? Das war jetzt 6. War das 6? Das war jetzt 6, weil davor war 5. Und du wirst wissen, nach 5 kommt 6 und die 7 kommt nach der 6. Aber ich bin mir auch nur sicher zu 60%, ja, welches super. Ist... welches ist ein Drittel von... eine Zahl, die ist dreistellig. Wir sind bei 7 gewesen. Egal, ich mach lieber nochmal Backup ein. Das sollte Nummer 8 gewesen sein. Ich habe absolut keine Ahnung, aber das werden wir gleich herausfinden. Es tut mir so leid. Alles gut. Deswegen habe ich auch das Estimate etwas höher gesetzt. Und das sollte Nummer 9 gewesen sein. Wir haben die 9 am Ende des Gangs erreicht. Wir fühlen uns erleichtert, wir können jetzt wieder rausgehen. Chat, habe ich richtig gezählt? Haben wir richtig gezählt? Oder wart ihr noch in Meditation vertieft? Falls es nicht stimmt, dann gebe ich dem Schnürsenkel die Schuld. Was für einem Schnürsenkel? Ich meine, uns ist dazwischen der Schnürsenkel aufgegangen. Bei Nummer 5, der 5. Schritt war so heftig, dass unser Schnürsenkel aufgegangen ist. Also, nee, es passt sogar alles. Ich war tatsächlich richtig, bis du mich verwirrt hast. Hey, sieh mal, das war der Schnürsenkel. Und zwar hätten wir den letzten nämlich gar nicht gebraucht. Oh. So, aber... Simon, nee, wir hätten sogar 2 nicht gebraucht. Egal. Es war der Schnürsenkel, okay, es war nicht ich. So, aber du darfst dich bereit machen. Okay. Sobald er die Faust, also ich gebe dir eine, ich sag's dir an. Und Time ist jetzt. Okay. Oh, Time. Oh, ich war mit Profis. Ich dachte, du sagst jetzt, mach dich bereit auf, Punkt, 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 und ich habe gewartet, auf was ich mich bereit mache. Nein, aus Time! Okay, es war eine 45, 50. Nee, das geht. Ja, GG. Danke. Hört sich mal, du bist 10 Minuten unter Estimate. Ich habe nicht erwartet, dass es jetzt schon Time wäre. Und ich meine, außerdem, wir haben 10 gelernt. Also ich hatte viel zum Verarbeiten hier. oh,
Oh, wenn, da, wenn das gleich genauso wird. Ich meine, mit deiner Erlaubnis würde ich kurz in die Pause gehen. Dann können wir das nächste Spiel einstellen und. Ja, ich muss auch einmal ganz kurz wohin. Also passt das. Ausgezeichnet. Dann bis gleich allesamt. Ihr seht gleich noch mehr von Nuster. Nur in einem sportlichen Spiel. Hihi. Bis gleich. Wie mache ich das hier?